stacks. Habt ihr den? Kennt ihr den Witz schon? Ich treffe mit der Palm 6 Schaden. Kennt ihr den Witz schon? Gib mir nämlich ein Schild. Ja, den Pumpgun-Witz kennt ihr, ne? Da bräuchte, da könnt ihr mir ein Lied von singen, hab ich recht? Ich weiß. Ich weiß nicht, wie er auf einmal hinter mir stand. Sollte ich ein Stück zurück? Ich meine, mein Team hat nur 3 Spieler am Leben und also, ich glaube, es wird eine knappe Geschichte hier jetzt auch mal einen Win rauszuholen aus der Geschichte, aber man weiß ja nie, was einen erwartet. Ich meine, wir haben ja auch genug Saft, ne, um das Spiel hier tadellos zu durchstehen. Ich meine, wieder mit ein paar Gegner von hinten. Mügi, wie sieht ihn schon wieder an? Hat schon wieder Schild. Wie könnte es anders sein? Mügi lässt sich davon nicht abbringen. Bringt hier eventuell den Pumpgun-Hit oder geht dabei sterben. Knockt den Gegner hier aus, kennt er gar nichts. Die Rothaarige geht down. Er droppt das Medikit, was ihm wahrscheinlich das Leben rettet. Aber wird hier weiter angeschossen im 20er-Mod. Macht hier einen Deckel drauf, nimmt sich das Medikit. Weiß gar nicht, was passiert. Hat hier 6 Kills, hat einen Pumpgun, hat eine M16, hat einen Pulsgranaten. Was wird Mickey tun? Macht hier eine Lücke, halt mal in die Tür rein. Nimmt hier nochmal die andere Pumpgun mit. Nimmt das Jagdgewehr mit. Wird weiter angeschossen. Ist in der Zone. Viele Gegner auch noch hinter ihm, die in die Zone wahrscheinlich kommen werden. Er wird wahrscheinlich auch von hinten abgeknallt werden, aber alles halb so wild, weil es, ja, alles halb so wild. Alles halb so wild, alles halb so wild. Alles halb so wild. Mir geht es noch am Leben. Er macht das, er zieht das Ding durch. Dann nimmt er nochmal einen Spieler mit, den er eventuell ganz leiden kann. Trifft hier einfach den Gegner nicht, der direkt vor ihm steht. Was soll das? Er braucht hier die Materialien. Knockt hier einfach einen Gegner aus. Er zeigt hier ein bisschen zu offensiv seinen Kopf. Ist hier noch am Leben mit 4 HP. Der Chef Strobel ärgert sich über 8. Wir haben nur 4. Droppt hier ein Minischild. Nimmt sich das Minischild. Haut es sich zweimal rein. Guckt jetzt offensiv hier nach dem Lagerfeuer, aber hat keins. Wie soll das anders sein? Nimmt hier die Sniper. Gegner vor mir spielt wie ein Günther, aber hat natürlich Verbände im Gegensatz zu Mickey. Knockt hier nochmal einen Spieler aus, der da wo YouTube kann direkt eine erfolgreiche YouTube-Runde drehen. Spielt hier aber einfach weiter das Game runter, als wäre es gar nichts. Schon 10 Kills, mir ganz allein auf sich gestellt. Dino-Zug wäre mit einem Win safe. Was macht er jetzt in dieser Situation mit 4 HP, aber 50 Rüstung? Er geht weiter. Er hat keine andere Wahl. Er muss das Spiel hier sanft runterspielen. 20 Sekunden kommt die nächste Zone. Zone ist zum Glück nicht weiter weg, das heißt, er kriegt keinen Zonenschaden und kann hier eventuell noch überleben.
Ein Lagerfeuer wäre gut. Hat der Maid eventuell Bandages, aber man könnte nicht mit ihm kommunizieren, weil kein Sprachchat besteht. Und aus seinem Team sind alle tot. Kommunikation ist hier abgebrochen. 2 gegen 39. Maggie hat schon bewiesen, dass er in schwierigen Situationen viel öfter verkackt. Aber, meine Damen und Herren, hier ist nichts unmöglich. M16 wird nachgeladen. Pumpgun am Start. Gegner viele vor ihm. Sollte er sich dazu schleichen? Man weiß nicht. Oben auf dem Berg auf jeden Fall Gefahr. Gegner vor ihm. Airdrop kommt. Er braucht den Airdrop. Er braucht hier die Managers. Kriegt hier einen Power David, kriegt hier einen Headshot. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wird hier direkt ausgenockt. Im Laufen. Kriegt er hier so eine Schelle. Der Mate steht hier uns zur Seite, ballert mit der Minigun die Gebäude weg. Nächste Zone in 1,50. Ach Leute, ich... Killer 947005 kriegt ihr auch wieder ins... Ein Sniper-Headshot. HP ist niedrig. Mickey braucht hier Mats, Mickey braucht hier Midi. Das sieht ziemlich schlecht aus hier für den Roten. Viele Spieler wieder vor ihm. Wir laufen schon in die Zone. Likes auch wieder ausgenockt. 1, 2, 3, 1. Weiterer Hit hier auf 105. Gegner läuft wahrscheinlich zu seinem Mate. Gegner wird einfach liegen gelassen. Da kennt ihr nämlich gar nichts hier im 20er-Mod. Likes kriegt hier einen weiteren Headshot, wenn er schon am Boden liegt. Ist das ein asoziales Verhalten oder nicht? Snipes 3 wird hier weiterhin ausgenockt, Mickey und Fire mit dem Sniper. Trotzdem weiterhin 4 HP. Ich brauche hier die Medics. Ich wiederhole, ich brauche hier die Medics. Weiterhin Minischilder da vorne. Wir haben jetzt einen Airdrop, wir haben Minischilder, aber immer noch keine Medics. Da sind Verbände. Mickey läuft zu den Verbänden hin. Kann das überhaupt schaffen? Läuft hier wieder zurück. Baut sich eine Mauer. Geht hier jetzt in den Busch einfach. Ist er der Buschmann? Haut sich hier die Verbände rein, 2 gegen 14. Das eine Team hat 10, das wird nicht. Wir hatten nicht so viele. Das war's wohl hier mit Miggy. Yeah.
So ist das. Na, da staunt der Chat, ne? Ist der, wenn der Papa da mal eine richtige Waffe in die Hand bekommt. Wo kommen denn die anderen? Müsste halt von da irgendwie kommen, oder? Gar keine Materialien. Da kommen viele. Haben halt nicht so viel Schuss, ne? Digga, block doch nicht meine Mutter, Digga! Er blockt mein ganzes Leben.
Scheiß, Digga.